So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen den TVB Stuttgart vor 6.180 Zuschauern. Endstand 34:23. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste, Kasper Kiese mit 5 Toren, Viorel Fotace mit 4 Toren und auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Robert Weber mit 13 Treffern sowie Matthias Musche mit 6 Toren. Soweit diese erfolgreichsten Werfer auf beiden Seiten. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Thomas König und bitten um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, guten Abend miteinander. Glückwunsch an meinen Kollegen, an SC Magdeburg zum verdienten Sieg. Ja, wir sind hierher gekommen, um so lange wie möglich mitzuhalten. Ich denke, wir haben eine vernünftige erste Halbzeit gespielt, wie die letzten Spiele häufig. Ich denke, Bennett hat, wenn er ein Video geschaut hat, hat er gesehen, dass wir da relativ vernünftig gespielt haben. Ist uns heute auch gelungen, bis zum 7-7. Ich denke, das war so um die 20. Minute. Dann schleichen sich bei uns Fehler ein, wo wir den Gegner zu Gegenstoßtoren, zu einfachen Toren einladen, können die Aktivität, Aggressivität in der Abwehr nicht über 60 Minuten hochhalten. Und dann kommt es zu so einem Endergebnis von 34:23 gegen eine sehr routinierte, auf jeder Position doppelt gut besetzte Mannschaft, die das dann wirklich sehr, sehr routiniert spielt, ohne große Fehlerquote, mit einem sehr, sehr starken Tempo-Gegenstoß, zweite Welle, guten Außen, das haben wir gewusst. Haben dann in der zweiten Halbzeit relativ schnell da den Faden verloren, das ist etwas ärgerlich, aber ja, in Magdeburg dürfen wir in unserer momentanen Konstellation verlieren. Wir können es uns zum Glück auch leisten zu verlieren. Mussten heute oder verzichten momentan auf Michael Schweiger, unseren Führungsspieler, Rückraum Mitte, der eine Verletzung jetzt auskuriert bis zur nächsten Vorbereitung, und Chipel Mbengue im rechten Rückraum. Diese zwei Spieler fehlen uns natürlich. Trotzdem nochmal Glückwunsch an meinen Kollegen zum wirklich verdienten Sieg. Danke, Thomas König. Ja, Bennett, wie sind deine Eindrücke von diesem Spiel? Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich bin eigentlich voll und ganz bei der Analyse oder mit der Analyse meines Kollegen einverstanden. Ich glaube aber auch, dass wir noch etwas mehr Routine erlangen können. Routine auch im Verständnis dieses Spiels. Ich habe versucht, meine Mannschaft zu erklären, dass der TVB uns von unserem großen Respekt verdient hat, dafür, dass sie in der Liga bleiben, dafür, dass sie eine Bundesligamannschaft sind und wir nicht erwarten können, sie nach 30 Minuten gegen die Wand gespielt zu haben. Also das war für mich nicht überraschend, dass es bis zur 20., bis zur 23. Pari-Pari stand. Mir ist fast das Halbzeitergebnis fast ein bisschen zu hoch ausgefallen, wenn wir dann ein bisschen ins Laufen gekommen sind, 2-3 Gegenstöße mehr gemacht haben. Was wir denn in der zweiten Halbzeit machen, vor allen Dingen auch in der Variabilität in der Deckung und in Verbindung mit Tempospiel-Gegenstoß, ist gut. Deswegen wahrscheinlich auch kommt diese Höhe zustande. Trotzdem können wir uns auch in vielen Teilen noch verbessern und werden das hoffentlich in naher Zukunft auch tun. Ich bin mit diesem Spiel, so wie es lief und auch mit dem Ergebnis, zufrieden. Meine Mannschaft soll es bitte auch sein. Für uns geht es jetzt darum, diesen Weg auch in den nächsten beiden Spielen bitte weiterzugehen. Weil da war ich in letzter Zeit nicht mit zufrieden, ein gutes Spiel zu machen, ein nicht so gutes Spiel zu machen. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich halt mehr Konstanz mir wünsche. Auch das erarbeitet man sich. Das erarbeitet man sich im Training, indem man jede Situation im Training ernst nimmt. Wir sind da auf einem guten Weg, aber noch lange nicht an unserem Ende angekommen. Und ich freue mich einfach auf das, was da noch kommen kann. Und daran gilt es auch jetzt in den letzten Spielen zu arbeiten. Drum möchte ich da schon die Fragen beantworten, die mir die Kollegen von der medialen Abteilung vorm Spiel und jetzt eben auch schon nach dem Spiel gestellt haben. Nein, es gibt kein Austrudeln. Wir wollen die maximale Punktzahl aus den letzten beiden Spielen holen. Das sind 4, das ist die Aufgabe, das möchte die Mannschaft, das möchten wir als Verein. Ich glaube, das möchte auch jeder Fan. Und daran werden wir morgen auch schon intensiv weiterarbeiten. Dankeschön. Danke euch an Bennett Wiegert. Ergänzende Worte jetzt vom sportlichen Leiter Steffen Stiebler, bitte. Ja, schönen Abend auch von meiner Seite. Ja, ich denke, dass wir ein sehr interessantes Spiel gesehen haben. Ich denke, dass es auch ein sehr verdienter Sieg war, letztendlich gerade was die zweite Halbzeit betrifft. Ja, wir sind im Endspurt der Liga, noch 2 Spiele in Lemgo und gegen Gummersbach. Und wie Benno es eben angesprochen hat, es muss halt unser Ziel sein, beide Spiele zu gewinnen.
um vielleicht auch noch einen Platz weiter nach oben zu rutschen, um das Ergebnis dann vielleicht einstellig zu machen. Platz 9. Ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei den Zuschauern. Wieder über 6.000 Zuschauer, das haben wir schon oft angesprochen, aber ich finde es immer noch sensationell, dass wir so einen Zuschauerzuspruch haben und die Leute wirklich da auf den Plätzen Alarm machen. Und dafür will ich mich im Namen der Mannschaft und des Vereins nochmal recht herzlich bedanken. Dankeschön. Danke ich, Steffen. Fragen an die Verantwortlichen hier vorne von unseren Medienvertretern? Sieht nach keiner Frage aus. Alle Aussagen haben schon die nötigen Sachen dargelegt. Habe ich vielleicht noch die Resultate vom heutigen Spieltag? Da hätten wir Hannover-Burgdorf, Endstand dann gegen den TBV Lemgo 28-23. Melsungen schlägt den THW Kiel mit 30-29 und Wetzlar unterliegt den Rhein-Neckar-Löwen am Ende dann 19-23. Soweit diese Resultate auch noch zum Thema Meisterschaft. Dann danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche uns eine erfolgreiche Auswärtsfahrt nach Lemgo. Recht herzlichen Dank. Wir sehen uns dann zum letzten Spiel am 5. Juni wieder. Unseren Gästen nach Stuttgart, angenehme Heimreise. Dankeschön. Alles Gute.